Hallo, ich habe hier zwei Messer vom Zwilling GR Henkels. Seht ihr hier einen Unterschied? Ich helfe euch ein bisschen. Hier steht Zwilling GR Henkels Solingen, Deutschland, Germany in dem Fall. Und hier steht Zwilling GR Henkels ohne Solingen und ohne Deutschland. Es gibt dann noch eine dritte Art von Zwillingmessern. Da steht Zwilling GR Henkels Made in Germany nach oben. Aber nicht Solingen bei der dritten Art des Messers. Und jetzt überlegt euch mal, warum hat Zwilling bei einigen Messern Solingen und Deutschland oben stehen? Bei einigen Messern steht weder Solingen noch Deutschland oben und bei einigen steht immerhin Deutschland oben. Er wird da sicher einen Grund dafür haben, warum das so ist. Bevor ihr euch ein Zwillingmesser kauft, schaut einmal genau nach, was steht oben. Steht Solingen oben oder steht es nicht oben? Steht vielleicht Deutschland oben oder steht es nicht oben? Überlegt euch, vielleicht gibt es da auch einen Qualitätsunterschied oder auch nicht. Das mag ich nicht sagen, weil ich möchte mir auch keine rechtlichen Probleme einhandeln. Es soll jeder einfach selbst für sich entscheiden, ob er glaubt, dass das dann ein gutes Messer ist oder nicht. Und woher es kommt, wenn nicht Deutschland und nicht Solingen oben steht. Also wünsche ich euch noch viel Spaß in der Küche.